Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet, dass mal wieder ein Special-Video auf euch wartet. In dem heutigen Video seht ihr den ersten Teil von den legendärsten Fahrzeugen, die je gebaut wurden. Den Anfang machen wir natürlich mit einem BMW und behandeln dann Teil für Teil immer exotischere Fahrzeuge. So, genug geredet. Also Leute, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. BMW E30. Der 3er BMW der E30er Baureihe wurde von 1982 bis 1994 gebaut. Es gab dieses Modell in folgenden Karosserievarianten: Limousine, zweitürige Limousine, kein Coupé, Touring und Cabrio. Im E30 gab es eine für damalige Verhältnisse schon breite Motorenpalette. Diese fing auf dem deutschen Markt beim 316i an, ging weiter zum 318i, 318iS, 320i, 323i und endete beim 325i und E. Erstmals gab es bei BMW auch eine Variante mit echter Motorsporttechnik. Dieses Fahrzeug war das Produkt eifriger Ingenieure der M GmbH. Der M3 war geboren. Er hat zwei Zylinder weniger als die normale Top-Motorisierung, doch war leistungsstärker und damals nahezu konkurrenzlos. Den M3 gab es während seiner Bauzeit in mehreren Ausführungen. Alle waren mit einem 2,3 Liter Vierzylinder ausgestattet, der in verschiedenen Leistungsstufen angeboten wurde. Ausgenommen davon war nur der M3 als Sport Evolution 3. Dieser hatte einen weiterentwickelten 2,5 Liter Vierzylinder mit sage und schreibe 238 Sauger PS. Der E30 überzeugt mit puristischem Fahrgefühl, welches einen den Kontakt zur Straße spüren lässt, wie in einem Go-Kart. Man spürt jeden Kieselstein, ohne dabei an Komfort zu verlieren. Der damalige Slogan "Freude am Fahren" passt wie ein Maßanzug zu dieser Baureihe. Auch hier gibt es, wie so typisch bei Gebrauchtwagen von BMW, eine riesige Preisspanne. So fangen Schrottmodelle, die meistens nur noch als Winterschlafwagen, Teilespender oder Driftbitch taugen, bei ca. 700 Euro an. Will man einen vernünftigen Vierzylinder wie den 316i oder 318i, nur um gemütlich das BMW-Fahrgefühl beim Cruisen zu spüren, sollte man für brauchbare Modelle etwa 2000 bis 4000 Euro einplanen. Soll es der spritzige 318iS mit 16-Ventiler-Technik werden, muss man für akzeptable Modelle schon 4.500 bis 10.000 Euro ausgeben. Bei teureren Modellen handelt es sich nach heutigem Stand eher um Sammlerfahrzeuge. Möchte man 6 Kolben unter der Haube spüren und vor allem hören? Sollte man je nach Motorisierung und Zustand etwa 4.000 bis hin zu 16.000 Euro auf den Tisch legen können. Möchte man den ersten M3, der je gebaut wurde, fahren, so muss man tief in die Tasche greifen. Es gibt generell wenige Fahrzeuge auf dem Markt und man muss oftmals Beträge zwischen 25.000 bis zu sage und schreibe 200.000 Euro hinlegen. Wobei letzteres natürlich nur für einen perfekt erhaltenen Sport Evolution 3 gilt, welcher sowieso fast nie zum Verkauf steht, sondern eingemottet in den Garagen verweilt. Ja, wir brauchen uns natürlich nichts vormachen, aus heutiger Sicht ist die Ausstattungsliste eines BMW E30 natürlich sehr mager. Doch für damalige Verhältnisse war sie überdurchschnittlich gut in dieser Fahrzeugklasse. So gab es beispielsweise Zentralverriegelung, Schiebedach manuell oder elektrisch, diverse Soundsysteme, verschiedenste vollwertige Sportpakete, beheizte Waschdüsen, eine Scheinwerferreinigungsanlage, Mittelarmlehnen für vorne und hinten, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, Diebstahlwarnanlage, Nebelscheinwerfer,
Bordcomputer, Standheizung, Standlüftung, Servolenkung, Sitzheizung, Tempomat und noch einiges mehr. Was für ein Fahrzeug aus den 80er Jahren und vor allem in der Mittelklasse bzw. damals kleinen Klasse schon sehr beachtlich war. Wie bei allen BMWs der 90er und jünger ist es auch hier selbstverständlich, dass man ein scharfes Auge auf die Rostbildung wirft. Denn auch beim E30 ist dies eines der größten Probleme. Des Weiteren liegen die Problemzonen bei den Tonnenlagern an der Hinterachse. Diese können durch eine Sichtprüfung kontrolliert werden und sollten nicht porös oder rissig sein. Das Hinterachsgetriebe bzw. Differential neigt zu Undichtigkeiten. Diese können auch hier durch eine Sichtprüfung kontrolliert werden. Zusätzlich dazu kann das Differential verschlissen sein und dazu neigen zu singen. Also immer genau hinhören. Die Hardyscheibe sollte unbedingt auf Verschleiß überprüft werden. Diese darf nicht rissig oder porös sein. Ein Defekt macht sich auch durch Schläge im Antrieb bemerkbar. Die Stützlager der Hinterachse sollten auch genauestens geprüft werden. Diese machen sich durch Schläge von der Hinterachse bei unebener Fahrbahn bemerkbar. Das Getriebe neigt zur Undichtigkeit. Besonders bei Modellen mit X-Drive ist unbedingt auf Defekte im Getriebe zu achten, da es hier zu hohen Folgekosten kommen kann. Absolut typisch BMW, die Querlenker vorne. Diese sollte man grundsätzlich bei jedem BMW genauestens überprüfen. Bei den Vierzylindermotoren der M10-Baureihe sollte man auf den Zündverteiler achten, was sich durch einen sehr unrunden Motorlauf bemerkbar macht. Bei der M40-Baureihe laufen gern die Nocken ein, was zu einer teuren Reparatur führen kann. Bemerkbar wird dies durch starken Leistungsverlust. Beim Sechszylinder der M20-Baureihe kann es dazu kommen, dass sich bei falscher Pflege Risse im Zylinderkopf bilden. Besonders anfällig ist die Gegend hinten um Zylinder 5 und 6. Man sollte dort auch nach Ölspuren schauen. Tritt das Öl bereits außen aus, ist es schon zu spät. Früher bemerkbar macht sich der Schaden durch Öl im Kühlwasser und umgekehrt Wasser im Öl. Bei allen Motoren sollte man bei einer längeren Probefahrt die Wassertemperatur im Auge behalten. Denn auch hier kann es, typisch BMW, dazu kommen, dass das Thermostat defekt ist und das Fahrzeug ewig lange braucht, bis das Wasser Betriebstemperatur erreicht. Oder es erreicht diese erst gar nicht oder wird zu heiß. Unsere Empfehlung. Sollte man selbst Schrauber sein, kann man sich auch gerne ein günstiges Modell kaufen, welches noch ein wenig Liebe benötigt. Doch sollte man nicht selbst schrauben, ist zu raten, dass man sich ein bereits sehr gepflegtes Modell zulegt, da die Folgekosten sonst sehr schnell den Wert des Fahrzeuges übersteigen können. Einen guten Kompromiss aus Kosten und Nutzen erreicht man hier mit den Topmodellen 323i und 325i. Diese kosten zwar in der Anschaffung etwas mehr, bieten aber auch deutlich mehr Fahrspaß. Das war's mit dem ersten Teil. Wir wünschen euch ein frohes und besinnliches Fest. Macht's gut, Leute, eure BAVMO-Crew.